Leidenschaft und rasantem Tempo machst. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist mir natürlich auch persönlich eine sehr, sehr große Freude und ein großes Glück, euch hier in Bonn begrüßen zu dürfen. Wunderbar, euch alle zu sehen, und ich hoffe, ihr habt eine sehr gute Zeit in dieser wunderbaren grünen Stadt. Ich habe einige wenige Minuten, nicht nur um über Bonn zu sprechen, sondern ich möchte auch euer Augenmerk darauf richten, wie wichtig es ist, dass wir Grüne stark in den Räten vertreten sind und dass wir Grüne an der Spitze der Rathäuser Politik machen können. Ich bin jetzt in Bonn 2 Jahre Oberbürgermeisterin, und eins ist mir sehr bewusst geworden. Klar, wir sind auf einer BDK, und natürlich sind bundespolitische Rahmenbedingungen extrem wichtig. Aber die Frage, ob Klimaschutz gelingt, ob wir wirklich der Klimakrise was entgegensetzen können, ob die Verkehrswende gelingt und ob es uns angesichts aller Herausforderungen wirklich gelingt, diese Gesellschaft, die Stadtgesellschaft zusammenzuhalten, das entscheidet sich ganz im Konkreten vor Ort. Und deshalb ist die grüne Kommunalpolitik und deshalb sind die Stadträte und die Stadthäuser und die Rathäuser auch so extrem wichtig, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind in den Städten längst TaktgeberInnen und wir sind TrendsetterInnen. Und ich habe in die Messenger-Gruppe der grünen BürgermeisterInnen des Deutschen Städtetags geschrieben: Schreibt mir doch mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ihr in den letzten Jahren alles auf den Weg gebracht habt. Und ich habe eine ellenlange Liste auf den unterschiedlichen Städten bekommen, und wir waren wirklich ganz geflasht, was wir alles in den Städten bewegen. Und ich kann nur einige Punkte nennen. Ich will beispielsweise mal nach Wuppertal gucken. In Wuppertal mit Uwe Schneidewind Wuppertal. In Wuppertal wirklich keine, das kann man sicher sagen, keine reiche Stadt, aber Wuppertal berichtet jetzt die Bundesgartenschau aus und wird diesen Prozess nutzen für eine ganz konsequente, nachhaltige Stadtentwicklung. Sowas gelingt natürlich nur mit einem grünen Oberbürgermeister. Oder ich gucke nach Aachen mit Sibylle Käupen, die jetzt ein Riesenprogramm aufgelegt hat, um alle, tatsächlich alle städtischen Dächer mit Solar zu bestücken. Eine Wahnsinnsleistung auch für eine Stadt wie Aachen. Und ich gucke nach Hannover. Belit Oneis Verkehrswende ist überregional bekannt. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Aber Hannover war auch die erste Stadt, die den Gender Star eingeführt hat, liebe Freundinnen und Freunde. Greifswald mit Stefan Fassbinder, der gerade wiedergewählt worden ist. Die machen auch etwas ganz Besonderes in Greifswald. Die nutzen nämlich ihre städtischen landwirtschaftlichen Flächen konsequent, um die Agrarwende umzusetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Und sowas gelingt eben nur mit grünen Oberbürgermeisterinnen, grünen Oberbürgermeistern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an der Spitze der Stadtverwaltungen und der Rathäuser sind. Es kommt aber nicht nur darauf an, was wir machen, sondern es kommt auch sehr darauf an, wie wir das machen. Und das hat mir mein Kollege Jochen Partsch aus Darmstadt für heute Abend mitgegeben, der nämlich gesagt hat, und das stimmt auch, es macht die grünen Städte aus, dass wir auf eine ganz intensive Bürgerinnenbeteiligung setzen, neue Formate der Beteiligung ausprobieren. Das ist in allen Städten der Fall, wo es grüne Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterinnen gibt. Und das ist gerade angesichts der großen Fragen, die wir in der Politik aktuell haben, ganz besonders wichtig, nicht nur was wir machen, sondern wie wir das machen und dass wir es ganz konsequent mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen machen. Liebe Freundinnen und Freunde, auf dem Parteitag ist schon viel über die überlappenden Krisen gesprochen worden, und die treffen uns in den Kommunen natürlich massiv und ganz unmittelbar. Wir haben Corona gehabt, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen auch die Flut im Ahrtal gehabt und wir haben jetzt aktuell natürlich die Folgen der Situation des furchtbaren Angriffskriegs auf die Ukraine. Und ich will an der Stelle nochmal sagen, für uns
in den Kommunen ist es extrem wichtig, dass wir einen Schutzschirm für unsere Stadtwerke bekommen. Es geht nicht, dass wir mit vielen Milliarden Uniper verstaatlichen und da investieren. Das ist natürlich richtig, aber wir müssen auch die Stadtwerke im Blick haben. Die Stadtwerke sind die Grundversorger. Die nehmen auch die Bürgerinnen und Bürger, die keinen anderen Versorger mehr finden. Und deshalb meine ganz herzliche Bitte in dieser Situation, die Stadtwerke mit in den Blick zu nehmen. Wir haben natürlich riesige Herausforderungen, was die Unterbringung von Geflüchteten angeht. Es war sehr gut, dass in dieser Woche es einen Gipfel in Berlin zu der Thematik gegeben hat. Und da sind ja auch erste gute Vereinbarungen getroffen worden. Aber auch da will ich sagen, wir brauchen auf der kommunalen Ebene mehr Unterstützung. Wir brauchen auch finanzielle Unterstützung. Aber was wir ganz sicher, und das ist mir ganz wichtig, hier heute Abend zu sagen, was wir in den Kommunen nicht brauchen, ist ein Oppositionsführer in der Bundespolitik, der versucht, uns in den Kommunen das Leben schwer zu machen, indem er gegen Geflüchtete aus der Ukraine polarisiert. Es ist unsere Aufgabe, gerade auf der kommunalen Ebene die Stadtgesellschaft zusammenzuhalten. Und ich bin viel in Bonn unterwegs und ich spreche mit vielen Geflüchteten. Und die Menschen, mit denen ich spreche, das sind Menschen, die sind mit zwei Koffern gekommen, die sitzen in Bonn in einer Gemeinschaftsunterkunft und die wissen immer noch überhaupt gar nicht, was mit ihnen passiert ist. Das ist die Realität, liebe Freundinnen und Freunde. Und mit diesen Menschen werden wir als Grüne immer solidarisch sein, unabhängig von allen Schwierigkeiten, die es drumherum gibt. Liebe Freundinnen und Freunde, es kommt auf die Grünen in den Rathäusern an und an der Spitze der Rathäuser. Es kommt aber auch auf die Frauen an. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und wir haben die dramatische Situation, dass von 77 OberbürgermeisterInnen bundesweit nur 9 weiblich sind. Und das ist auch eine Aufgabe für uns als Grüne, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb schauen wir aktuell mit großer Unterstützung und großen Augen nach Tübingen zu Uli Baumgärtner. Wir schauen nach Heidelberg, zu Theresia Bauer. Und wir schauen natürlich nach Rostock auf Claudia Müller, die jetzt gleich hier zu uns sprechen wird. Wir wollen mehr grüne Oberbürgermeisterinnen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir als grüne Oberbürgermeisterinnen-Crew im Deutschen Städtetag. Wir freuen uns auf die drei und ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.